Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch meine Lebensmittelvorräte zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Hinter diesen Schranktüren befinden sich meine Lebensmittelvorräte. Ich werde jetzt die erste Tür öffnen. Folgende Lebensmittel befinden sich hinter der ersten Schranktür: 2 Gläser Rotkohl, 2 Gläser Kartoffeln, 2 Gläser Brechbohnen, 2 Gläser Apfelmus, eine Packung Salz und 2 Gläser Cornichons. Außerdem befinden sich hier drinne ein bisschen Pfeffer, ein Glas mit Nudeln, ein Glas mit Reis, ein Glas mit Linsen, ein Glas mit Backerbsen, ein Glas mit Teebeutel und ein Glas mit Zucker. Nun öffne ich die zweite Tür. Hinter der zweiten Schranktür verbergen sich folgende Lebensmittel: 6 Packungen Hafermilch, ein Kuchen, eine Packung Brot und 6 Flaschen Cola, wobei eine Flasche schon angebrochen ist. Außerdem befinden sich hier drinne ein Glas mit Hustenbonbons, ein Glas mit Datteln, ein Glas mit Haferpops, ein Glas mit Walnusskern, ein Glas mit Studentenfutter und ein Glas mit Cashewkerne. Jetzt öffne ich die dritte Tür. Diese Lebensmittel sind hinter der dritten Schranktür untergebracht: 2 Konservendosen mit Champignons, dritte Wahl, 2 Konservendosen mit junge Erbsen mit Möhren, 2 Konservendosen mit weiße Bohnen, 3 Konservendosen mit junge Erbsen, 3 Konservendosen mit bunten Gemüsemix, 2 Konservendosen mit Mandarinorangen, 2 Konservendosen mit gehackten Tomaten, 2 Konservendosen mit Pfirsichhälften, 2 Konservendosen mit Cashewkerne sowie 2 Konservendosen mit Bio-Sonnenmais. Außerdem befinden sich hier drinne ein Glas mit Gummimäusen, ein Glas mit Erdnussflips, ein Glas mit Chips, ein Glas mit Tortillas, ein Glas mit Brezeln, Salzbrezeln und ein Glas mit Salzstangen. Und jetzt werde ich alle 3 Schranktüren öffnen. Das hier sind meine Lebensmittelvorräte. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.